Ja, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, bei Mega Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, leider hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, bis das nächste Video kam. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich mache ein bisschen mehr, aber ich habe natürlich echt alle Hände voll zu tun mit der Thematik unserer Sachspendensammlung und da muss ich nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank sagen. Ihr seid echt spitze, was hier schon alles ankam. Brutalst. Also wir werden ja diese Woche Freitag, glaube ich war es, losdüsen und werden das Ganze dann dementsprechend rüberfahren und mit eurer dankenden Unterstützung echt toll. Denkt bitte noch an die Sanitätskästen im Auto, wenn ihr da noch einen alten habt. Wir nehmen ihn gerne ab, kauft euch einen neuen für 20 Euro und schickt mir den alten. Auch damit helft ihr wirklich riesig, um dass das ganze Verbandsmaterial und so weiter, Medikamente jeglicher Form, da nach drüben kommen. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Aktion. So, warum sind wir hier? Ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar handelt es sich um einen Zusatz, um eine Zusatzluftfederung auf der Hinterachse und natürlich Federbeine vorne. Und da möchte ich euch einfach mal während der Montage mitgehen, mal gucken, ob er da ein bisschen, oder beziehungsweise möchte ich euch ein bisschen zuschauen lassen, um dass man einfach ja, so einen kleinen Einblick kriegt, auch wie aufwendig das ist, was man alles beachten muss, wenn man sowas verbaut und dass es nicht immer ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer im Detail an. Also, ab in die Werkstatt. So, hier sind wir jetzt gerade in der Vorbereitung für die Luftfedernmontage. Hier sind ja normalerweise die Anschlagsgummi drin, die hier oben festgeschraubt sind, die haben wir schon entfernt. Natürlich haben wir auch den Reifen entfernt, da tun wir uns einfach ein bisschen leichter, damit wir die wegmachen. Hier haben wir auch schon die neue Platte montiert, haben hier den Halter weggeflext, weil der Gummi, der Blasbalg, der 8 Zoll, kommt hier ein bisschen weiter raus und darum brauchen wir hier ein bisschen Platz. Da kommt eine neue Aufnahme hin. Der nächste Schritt ist jetzt, wir lösen hier unten das Federbein einmal, zweimal. Also die Schrauben hier und die Bügel, weil die Platte muss jetzt raus und dafür kommt eine neue Platte rein, damit wir dann die Aufnahme haben für den Luftbalg. Wie schaut der Luftbalg aus? Das sehen wir hier. Den habe ich hier mal vorbereitet. So schaut er aus. Fertig zur Montage. Hier wird die Platte drauf gemacht. Hier unten wird die andere Grundplatte drauf gemacht. Und umgekehrt der Reihenfolge, also quasi hau ruck, so rum wird er dann eingehängt und fest verzurrt und verschraubt und hier unten dann mit die neuen Bügel. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal und dabei nehme ich euch ein bisschen mit. So, da müssen wir jetzt die ganzen Muttern hier rausmachen von dem Bügel und man muss die natürlich dann auch gleich entsorgen, weil hier sind selbstsichernde Muttern drin und dementsprechend dürfen die facto nicht mehr wiederverwendet werden. Und drum müssen die weg und hier am Boden liegen schon meine neuen Muttern. Da kommen dann die entsprechenden neuen Muttern drauf, damit einfach die Selbstsicherheit von der Mutter wieder gegeben ist. Weil wenn die einmal verwendet sind oder verwendet wurden, dann muss man die leider entsorgen. So, die können wir gleich darüber legen, weil die kommt weg. Und genauso kommt dann die hier gleich weg. Die Scheiben brauchen wir wieder, weil die kommen natürlich wieder drunter. Und jetzt kann man hier oben dann den Bügel rausnehmen. Müssen wir die andere Seite noch aufmachen.
Ruck. Wichtig ist auch beim Anziehen, dass man wieder den richtigen Drehmoment wählt und dementsprechend darauf achtet, dass man den auch einstellt am Drehmomentschlüssel. In dem Fall sind es 130 Newton. Oh, Rucks. Ist natürlich hier ein bisschen eine unglückliche Position zu arbeiten, aber wir sind hier in Jung, das kriegen wir hin. Hau ruck, die Scheiben heben wieder auf und die Mutter kommt gleich weg. Und das gleiche machen wir da drüben. Und dann haben wir die auch schon weg. So, hier haben wir die vier neuen Muttern. Jetzt kommt hier innen drin, kann ich die rausmachen und dieses Blech hier kommt raus, das brauchen wir nicht mehr. Da kommt jetzt ein neues rein und zwar das da, als Unterlag, ja, Blech, wo hier dann seitlich die Bremsleitung ein bisschen befestigt wird. Drum muss dieses neue Blech rein und weil das einfach auch von der Bauart her einfach ein bisschen niedriger ist. So, und jetzt holen wir unseren neuen Balch, den wir jetzt noch gar vorbereiten, und bauen den wieder ein. Voilà, da haben wir ihn schon. Jetzt müssen wir einmal hier die Schraube noch rausmachen, weil die wird dann oben befestigt. Und jetzt haben wir hier schon den Winkelluftstutzen, wo letztlich dann die Luftgericht montiert. Und so rum wird er jetzt eingeschraubt. Und ihr seht, den Haken, wo wir da weggeflext haben, der ist hier wieder dran an dem Halter, damit hier die Leitung wieder sauber eingerastet werden kann. Und das wollen wir jetzt mal hier einsetzen. Rucks. Leichter tut man sich, wenn man ein bisschen zusammendrückt, was aber überhaupt kein Problem ist, was relativ leicht geht. Natürlich muss er hier sauber auflegen. Und dann hängt man hier vorne ein und tut ihn einfach reindrücken und schon ist er drin. Und jetzt machen wir von oben die Muttern rein und die Schraube, die wird auch mit 50 Newtonmeter dann angezogen und dann wird entsprechend unten wieder die Klammer reingemacht, sauber ausgerichtet und wieder festgezogen und schon haben wir die Thematik wieder drin. Wenn wir dann die zwei Bälge drin haben, dann können wir letztlich die Reifen wieder montieren und dann heben wir das ganze Auto hoch, weil wir uns da ein bisschen leichter tun mit den ganzen Luftschläuche verlegen. Also, bis gleich. Ja, nun müssen wir jetzt die neuen Luftbälge einsetzen, sprich befestigen. Dazu müssen wir jetzt oben die Mutter und die Schraube, wie ich euch vorhin gezeigt habe, nach oben einmal durchstecken und dann eben von oben einfädeln und dann die Mutter befestigen. Dazu brauchen wir einen Imbusschlüssel und einen Gabelschlüssel. Es ist ein bisschen kompliziert, weil da kommt man ein wenig schlecht hin. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das müssen wir dann halt sauber versuchen festzuratschen und dann entsprechend zu befestigen. Natürlich beidseitig, das Ganze haben wir zweimal, einmal links und einmal rechts. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal durchführen und dann das Ganze wirklich sauber ausmitteln und festmachen.
So, nachdem wir jetzt oben die Schrauben befestigt haben, setzen wir jetzt die Bügel rein. Und ja, das klemmt manchmal ein bisschen, da muss man ein bisschen noddeln und ein bisschen zuckeln, weil die Bügel oft vom Spaltmaß her oder vom Lochabstand her ein bisschen unterschiedlich gebogen sind. Und da ist das manchmal ein bisschen ein Kampf, bis man die drin hat. Es ist manchmal nicht so ganz einfach, manchmal flutschen es, da muss man auch gucken, dass man die Nut sauber trifft, damit die untere Situation, also der untere Balch, dann richtig in der Aufnahme drin sitzt. Das muss natürlich alles gewährleistet sein, damit die Arretierung passt. Und ihr seht schon, das ist jetzt hier so ein bisschen Gefummel, bis das dann richtig verankert und richtig reinrutscht. Ich mache das jetzt mal noch gar fertig und dann werden wir von unten ganz akribisch die neuen Schrauben wieder einsetzen und die alten habe ich ja schon erwähnt, die dürfen wir ja nicht mehr verwenden, die schmeißen wir dann erst einmal weg. So, jetzt hat er verloren, jetzt ist er fest drin, hat jetzt ein bisschen gedauert, bloß auch das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, dass ihr auch mal seht, dass es natürlich manchmal ein bisschen haken und klemmen kann. So, jetzt nehmen wir wieder die zwei Scheiben und dann jeweils die aktuell neue Mutter und kraxen das alles wieder fest und schrauben nach unten dann die Klammern natürlich richtig dolle fest. Bitte immer abwechselnd machen, das Ganze nicht eine Seite anknallen und die andere nicht, sondern schön gleichmäßig runterziehen und dann auch die angegebenen Newtonmeter nicht vergessen, weil geht ja auch um Fahrsicherheit. Wir arbeiten hier am Fahrwerk, also das muss dann schon alles Hand und Fuß haben, damit es auch sauber und ordentlich verbaut ist. In dem Fall sind es 130 Newtonmeter, wo wir da anziehen und ja, das werden wir jetzt einmal noch gar fertig machen und dann kommt der nächste Schritt. So, jetzt hören wir, wie wir die 130 Newtonmeter festknacken. Wichtig ist, dass man da wirklich zwei, dreimal nachknackt, damit es halt auch wirklich dann die 130 Newtonmeter hat. Und dann auch lieber nochmal doppelt prüfen, damit es dann auch wirklich bei allen vier Schrauben sauber und ordentlich angezogen ist. Das ist ganz wichtig, damit die Schrauben fest sind und immer seine eigene Arbeit auch nochmal überprüfen, damit es halt auch wirklich hundertprozentig dann entsprechend passt und die 130 Newtonmeter auch sauber wirklich anliegen und die Schrauben befestigt sind. So, und schon sind die Federn richtig drin, man kann sie richtig nutzen und sind richtig verbaut. Jetzt tun wir hier noch dementsprechend die Kabel hier in den Halter reinführen, damit das alles passt und damit auch das safe ist und richtig hier festmachen. Dann wird hier die Leitung da unten festgemacht, wo ich euch gezeigt habe bei dem Blech. Und dann bauen wir die Reifen drauf und ja, legen los mit der Leitung. So, jetzt befinden wir uns unterm Auto und wie ihr seht, haben wir hier jetzt die Luftpumpe hingemacht von dem Luftfahrwerk. Also ihr seht es von dem Luftbelger, die haben wir hier oben reingehängt. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig erkennen könnt. Und ich musste ja hier jetzt die Dieselpumpe mit einem Verlängerungsblech hier nach unten setzen, weil hier die Pumpe im Weg war. Aber so schaut es gut aus und so hängt die Pumpe jetzt auch frei. Ich tue aber allerdings hier nur ein bisschen was dazwischen, damit die Übertragung vor dem Klackern nicht stattfindet und sauber funktioniert. Die nächste Aufgabe ist hier den Kabelkanal, den haben wir hier schon reingezogen, also den Kabelbaum. Hier haben wir den Stromanschluss, hier haben wir die zwei Luft, der Rest ist schon oben im Cockpit.
Und jetzt müssen wir hier hinten von den Luftbelgern, gehen wir mal kurz hier durch. Hier sehen wir es. Mit dem Kabel, also mit dem Luftschlauch. Hier seht ihr einen rausblitzen gelb. Auf der Seite müssen wir jetzt dementsprechend verlegen. Und wir machen natürlich ein Schutzrohr drüber. Leider Gottes machen das nicht alle. Ich mache das aber, weil hier haben wir genug scharfe Kanten überall zum Festzurren. Und ich gehe jetzt hier rüber, verlege das sauber. Und die Aufgabenstellung ist jetzt halt hier, überall aufpassen, dass wir nirgends an heiße Stellen hinkommen, wo es heiß wird. Und dann muss man das hier sauber schön reinlegen, wo auch hier schon die anderen Kabel alle liegen. Und dann kann man das sauber hier verzurren. Wichtig ist für mich immer Schutzrohr drüber, weil das blanke, die blanke Luftleitung hier an so scharfen Kanten oder Ecken mag ich nicht. Und drum, oh Moment, drum machen wir das so. Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich mal euch einen Tournee von unten zeigen. Also ihr seht jetzt hier die große isolierten, den großen isolierten Abwassertank, beheizt und isoliert. Hier geht das Kabel rein für die Heizung. Also echt eine tolle Sache. Da hinten haben wir die große 4 kW Heizung. Auch ist ja die Hauptheizung bei dem Auto. Und hier haben wir die Gastherme, also sprich den Gasdurchlauferhitzer, wo dann dementsprechend Warmwasser erzeugt wird. Alles außerhalb vom Fahrzeug, also echt eine tolle Sache und somit ist der auch komplett winterfest. Alles schön abisoliert. Das ist auch was, was mir gefällt, wenn man hier mal reinguckt. Ihr seht hier die Leitungen super abisoliert, überall Schutzschläuche rum. Also die Qualität von diesem Auto ist schon echt geil. Also muss ich einfach immer wieder sagen. Hier sitzt das elektrische Absperrventil. Auch hier haben sauber ordentlich Schutzleitung rum. So wie sie das gehört. Dann hier die Ablasssituation. Alles sauber, fest. Also da ist richtig tolle Qualität. Also muss man echt sagen, ich bin mega begeistert von den Autos. Wir haben ja aktuell Tourneewoche. Ihr seht, hier machen wir eine Black Edition fertig. Hier drüben steht auch schon wieder der nächste. Der kriegt auch einiges. Da machen wir zum Beispiel die Begrenzungsleuchten hier in Schwarz. Hier haben wir es noch in Original. Bitte nicht wundern, das Auto ist natürlich draußen durch die Sahara, die Regnerei. Hier haben wir neue LED-Lauflichtblinker hingemacht. Innen drin bekommt er 200 Amperestunden Lithium. Er bekommt hier Rückfahrscheinwerfer. Die werden so ausschauen wie da oben. Da haben wir es ja schon dran. Das habe ich euch schon gezeigt. Voilà, da sind sie. Dann wird er vorne noch eine Lichterbar in den Grill bekommen. Was kriegt er denn noch alles? Oh je, ihr habt das gar nicht alles auf dem Schirm. Einen WCS Kombi 2060, dann bekommt er einen Ladebooster von WCS, das wird alles hier reingebaut, hier hängt die Kombi schon, die haben wir hier schon reingebaut. Hier ist noch alles offen, weil wir natürlich die ganze Elektrik ändern müssen. Somit machen wir dann auch die Bodenheizung gleich wieder auf den Akku dementsprechend. Dann hat er Soundpaket gekriegt, das haben wir schon verbaut. Lautsprecher, Verstärker hat er gekriegt, drum ist hier offen. Dementsprechend Hochtöner noch reingemacht, auch das ist fertig, haben wir gemacht. Was kriegt er noch alles? Ast-Zuziehhilfe kommt noch rein. Hier kommt ein Maxvan rein. Die Solaranlage kriegt er noch, zwei Module, die sind auch schon oben. Also ihr seht, jede Menge ist heute schon wieder passiert. Auch dieses tolle Fahrzeug ist verkauft, wurde ja erst angeliefert, habe ich auf Instagram gepostet und schon ist er wieder weg. Da freue ich mich riesig über die neuen Besitzer und jetzt tunen wir den noch richtig auf und dann wird er noch richtig aufpoliert, dann ist es ein richtig heißes Auto. Ja, zurück zu unserer Luftfederung. Ich verlege jetzt weiter meine Schnüre, Kabel und ja, dann werdet ihr mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Da steckt schon ein bisschen was dahinter, bis die sauber verlegt sind, bis das richtig sauber durch ist.
ist noch. So, ihr seht, wir haben die erste Leitung dran. Hier muss man natürlich aufpassen, dass eine Zugentlastung da ist, damit hier durch den Federweg und durch die Arbeit von Achse und so weiter hier Luft ist und das hier sich bewegen kann. Kein Knick, das ist ganz wichtig. Sauber einführen, einstecken und dann läuft es. Dann haben wir hier den Weg hier durch, schön hier oben entlang. Immer wenig Zug, ne? Da ist es überall festgemacht. Wichtig ist auch, an keinen Bremsleitungen festmachen. Das mag der TÜV immer überhaupt nicht. Dann sind wir hier durch, überall davor. Hier ist es wieder wichtig, sauber unter dem Blech durchzugehen, damit der Hitzeschutz gewährleistet ist. Alles schön mit Kabelbinder festmachen und dann sind wir auch schon hier. Und das ist die erste Leitung. Und jetzt machen wir die andere Seite noch. Ja, und dann schließen wir das Ganze an. So, jetzt werden wir die ganzen Luftschläuche bzw. die ganzen Luftleitungen verlegen. Ihr seht, wir müssen jetzt natürlich überall dann den Schutzschlauch auch drüber machen. Das ist das, was dann bei mir immer so ein bisschen dauert. Und ja, es ist halt ein bisschen aufwendig, doch unterm Auto haben wir viele scharfe Kanten, haben viele Ecken, haben alle möglichen Varianten, wo wir einfach den Luftschlauch ein bisschen schützen müssen, weil nichts schlimmer wie das, dass der dann ein Loch kriegt, einen kleinen Riss und dann würde das einfach nicht mehr passen, beziehungsweise dann den Schlauch beschädigen und das wäre ja katastrophal, wenn wir da die Luft verlieren. Und dann müsste man das Ganze untersuchen und ja, bla bla bla. Und drum machen wir Schutzschläuche drum, damit da eben nichts passiert, damit wir da safe sind. Und ihr seht schon, ist ein bisschen eine Kraxelarbeit. Da bin ich auch froh, dass wir jetzt schon unsere Bühne hier im Einsatz haben. Da kann man das dann sauber und ordentlich verlegen, mit Kabelbinder dann entsprechend sauber befestigen. Wichtig ist auch beim Auspuff, dass wir da vorsichtig sind, dass da keine Hitze vorbeigeht. Ja. Und dann machen wir jetzt das mal geschwind fertig. Jetzt haben wir hier alles fertig. Wir haben hier alles angeschlossen. Wir sehen hier oben die ganzen Anschlüsse. Die Kreisläufe sind zu. Wir haben den Kabelbaum angeschlossen, den Strom für den Kompressor. Der Kompressor ist fest. Auch der hat hier schön Luft. Schön, wenn er außen sitzt, dann hat man nämlich den Krach nicht so im Fahrzeug, weil ja, wir hörten halt doch ein bisschen, wenn man da mal drauf drückt und dann rumpelt der schon ganz schön. Und hier unterm Fahrzeug ist er schön geschützt, der ist wasserfest und somit Spritzwasser geschützt, kann eigentlich auch überhaupt nichts passieren. Und das ist eigentlich schon echt eine tolle Sache. Und ja, wir haben jetzt die ganzen Kabel sauber geschützt, eben in die Rohre sauber nach innen verlegt. Hier kann nichts passieren, da hat er schön Luft überall. Ich mache hier nur einen Kabelbinder rum, damit hier nichts klappern kann. Das mache ich immer am Schluss. Einfach nochmal komplett durchgehen, überall nochmal wackeln und wenn was klappert, dann wird es natürlich nochmal weggebunden, damit da gar keine Geräusche groß entstehen können. Ja, so weiter gibt es hier nichts zu sagen. Das ist jetzt abgeschlossen. Wie gesagt, ich mache jetzt da noch zwei Kabelbinder rum und dann wird das Fahrzeug runtergelassen und dann gehen wir nach innen. Dann schauen wir uns das einmal an. So, jetzt lassen wir mal das Auto wieder runter. Wir lassen es natürlich nur drauf stehen, weil zum Testen, ob dann alles dicht ist, nicht, dass wir nochmal drunter müssen, da lassen wir das Ganze dann immer drauf stehen, damit wir nochmal ran können. Also die Hebebühne bauen wir jetzt noch nicht ab. So, machen hier gleich den Hauptschalter aus, damit da nichts passieren kann. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt nehme ich euch mal mit ins Innere des Fahrzeugs. Und ihr seht, dass es wüst ausschaut.
ist natürlich klar, weil durch die ganzen Scheinwerfer, wo wir hier verbaut haben, müssen wir hier überall an die Kabelbäume ran und müssen das natürlich dementsprechend alles sauber anschließen, sauber verkabeln, damit da alles passt. Also überall hier in Schutzleitungen. Hier sehen wir die Schalter dementsprechend für die ganzen Leuchten, wo wir dafür eingebaut haben. Das da ist für hinten, der da ist für vorne. Wenn man sieht, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht hier hinten. Zack, genau, da wird es gleich hell. Zusatzscheinwerfer für vorne. Und hier haben wir jetzt den Kabelbaum von unserem Display für die Luftversorgung. Wichtig ist jetzt, dass wir die Beleuchtung anschließen und dann die Luftschläuche sauber anschließen und dementsprechend hier dann das Display positionieren. Das werden wir jetzt eins nach dem anderen tun und ich nehme euch schrittchenweise immer dabei. So, die nächste Aufgabe ist jetzt, die Blende hier wieder einzupassen. Die kommt ja hier so rein, die wird hier so reingeklipst und hier kommt ja das Display rein. Doch hier müssen wir ja die ganzen Kabel durchführen und hier haben wir jetzt das Display und das kommt ja dann so hier rein. Damit wir aber hinten Platz haben, weil ihr seht, hier muss ein ganz schönes Gewerch rein und da müssen ja die Anschlüsse rein und die ganzen Kabel angeschlossen werden, müssen wir jetzt natürlich das ausschneiden. Hier habe ich schon mal angezeichnet, grob 2 cm vom Rand, also nach außen, hier von dem Rand 2 cm rein, einmal einen kompletten Sägeschnitt außenrum. Und schon haben wir dann dementsprechend die Luft, wo wir brauchen, damit wir das hier alles einsetzen können. Ja, und das machen wir jetzt. Geschichte nicht ganz auf den Millimeter an, weil man ja sowieso nichts sieht. Also das wird ja eh dementsprechend dann verdeckt. Einmal in Geraden das Ganze schön sauber halten. So. Und schon haben wir es. Kann man es einsetzen und verbauen. So, ich habe jetzt das Ganze fertiggestellt. Wir haben jetzt hier unser Display. Es ist noch lose, bitte nicht wundern. Das muss alles noch festgeschraubt werden. Die Verblendung muss noch festgeschraubt werden. Hier haben wir jetzt die 2 Lichtschalter hergemacht fürs Frontlicht und fürs Hecklicht, für die Arbeitsleuchte. Hier machen wir jetzt dann alles so langsam zu. Wird alles bitzeplatze sauber gemacht.
Die ganzen Kabelkanäle werden hier zugemacht. Auch das haben wir alles fertig gemacht, damit hier wirklich alles sauber ordentlich ist. Ja, und so werden wir jetzt hier die Geschichte gar beenden. Jedenfalls, das war der Einbau des Luftfahrwerks, also Luftzusatzfedern. Funktioniert natürlich nur, wenn wir hier die Zündung drin haben. Zack, ihr seht's, und ruckzuck läuft. Und hier lässt man dann dementsprechend links, rechts ab. Und er steht da jetzt schon ganz anders da, wenn wir das mal kurz angucken wollen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt gehe ich mit euch noch mal kurz unter das Auto. Oh, Rox. Hier sehen wir jetzt den Balk richtig schön aufgeblasen. Ne? Und der übernimmt jetzt natürlich richtig schön mit die Federung und hält das Auto hinten natürlich wesentlich stabiler. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz tolle Errungenschaft, wenn man sowas macht. Also das Fahrverhalten von dem ganzen Fahrzeug verändert sich schon enorm. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier in dem Fall ja auch nur die Zusatzfedern vorne reingemacht haben. Hier haben wir die alten Federn, ihr seht's. Und er kriegt ein bisschen einen Offroad-Charakter, weil er natürlich hinten, wenn man mit 4 Bar fahren, auch zu vorne auch schon eine ganze Ecke höher kommt. Also das macht richtig Spaß. Das ist richtig toll mit der richtigen Bereifung. Wir werden jetzt morgen, heute Sonntag, ich habe das Auto jetzt gar fertig gemacht, ich habe das gar eingebaut. Wir werden jetzt morgen die Thematik gar finishen und den Rest gar erledigen in Gemeinschaft. Und ja, dann ist das Fahrzeug blitzeblank und fertig. Und morgen geht es dann weiter im Detail mit diesem schönen Fahrzeug. Das habe ich euch ja schon grob angedeutet, was hier alles passiert. Aber da nehme ich euch dann morgen auch noch ein bisschen mit und zeige euch dann, wie es hier weitergeht. Ja, ihr habt gesehen, es war schon heftig viel zu tun. Viele Kleinigkeiten, wo man drauf achten muss, um sowas richtig zu verbauen. Wie man ein Luftfahrwerk richtig in Szene setzt, sprich verbaut, wie man es richtig einsetzt, einstellt, ist natürlich so eine Sache. Das ist vom Fahrkomfort unterschiedlich. Jedenfalls, euer Fahrverhalten mit dem Fahrzeug wird um ein Vielfaches sich verändern. Ich sage natürlich zum Bessern, ganz klar. Und darum macht mir das Ganze auch natürlich, damit man eventuell die Option der Auflastung hat. Auch das ist natürlich ein Riesenthema. Da wird dieses oft vorausgesetzt, dass man das tut und nachrüstet. Jedenfalls freue ich mich über die Kommentare eurer Erfahrung nach, was ihr schon erlebt habt mit Luftbalk oder Luftbelger, Zusatzluftfedern auf der Hinterachse, getauschte Vorderfeder und so weiter. Vielleicht habt ihr ja da schon Erfahrungen, vielleicht fahrt ihr auch schon so draußen rum. Bin mal gespannt, wie da euer Resonanz ist, wie euer Feedback ist. Ich jedenfalls danke ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Natürlich auch noch über weitere Spenden jeglicher Art für unsere Ukraine-Opfer. Und ja, dann freue ich mich einfach noch aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und ganz, ganz liebe Grüße aus Dingisbühl. Bis bald. Ciao, ciao.